Hallo, ich begrüße euch für ein kurzes Video. Ich möchte kurz zeigen, wie man bei Zoom bestimmte Einstellungen vornehmen kann, die dann auch erlauben, diese Breakout Rooms freizuschalten für Gruppenarbeiten oder mit denen ihr dann auch Umfragen erstellen könnt. Und diese Einstellungen bei Zoom sind etwas heikel, weil sie ein bisschen versteckt sind. Und zwar ist es so, dass ihr eine App habt und in der App könnt ihr Meetings planen, beispielsweise hier bei Meetings. Ihr könnt hier auch zu den Einstellungen gehen und bestimmte Einstellungen vornehmen, die aber ganz stark auf euer Erscheinungsbild bezogen sind und nicht auf die Meetings. Und jetzt der wesentliche Punkt ist, ihr müsst nicht in der App diese Meeting-Einstellungen vornehmen, sondern auf der Zoom-Seite. Das ist ganz wichtig. Also nicht diese Einstellungen sind es, wo ihr die wesentlichen Punkte entscheiden könnt, sondern es sind die Einstellungen auf dieser Seite. Also ihr müsst euch hier bei zoom.us loggt ihr euch ein. Ich gehe jetzt in den Vollbildmodus. Also ich bin hier auf der Zoom-Webseite und bin eingeloggt. Das sieht man hier. Das ist mein Konto. Wenn das jetzt hier nicht so ein Männchen wäre oder ein Figürchen, dann wäre es eine Möglichkeit, um sich einzuloggen. Und jetzt kann ich hier zu den Einstellungen gehen. So, wenn das dann funktioniert, mal gucken. So, und habe hier jetzt ganz viele Möglichkeiten, um Meetings und Besprechungen zu planen. Also ich kann beispielsweise einstellen, ob es einen Warteraum geben sollte, bevor die Benutzerinnen und Benutzer reinkommen. Ich kann einstellen, wer Folien zeigen darf, den Bildschirmhintergrund zeigen darf. Und ich kann auch hier diese Breakout-Räume tatsächlich einstellen oder nicht. Das muss ich hier machen, damit tatsächlich dieser Breakout-Raum verfügbar ist in einem Meeting. Und ich muss zusätzlich auch für Umfragen, das muss ich auch hier aktivieren, damit Umfragen in einem Meeting möglich sind. Erst dann funktioniert das. Wenn ihr weitere Hosts haben wollt, das müsst ihr auch hier aktivieren. Also ich empfehle allen, die viel mit Zoom arbeiten, geht diese Einstellungen detailliert durch, schaut euch an, was da möglich ist, sind ganz, ganz wichtige Dinge drin. Dann habt ihr Meetings eingestellt und wenn ihr das habt, dann könnt ihr hier, ich habe hier mal ein Testmeeting gemacht, ihr könnt hier reinklicken. So, jetzt geht's auf, dann sieht man die Einstellungen, also ich habe jetzt hier Warteraum, ich habe das hier alles nicht aktiviert und hier unten steht jetzt, sie haben noch keine Umfrage erstellt. Und hier füge ich jetzt die Fragen für eine Umfrage hinzu, die dann später in meinem Meeting auch angezeigt werden. Und hier kann ich dann Titel eingeben, kann die Frage eingeben, kann angeben, ob es anonym stattfinden sollte oder nicht. Und die Umfrage erscheint dann in meinem Meeting. Also ich mache jetzt hier auch mal und nehme jetzt hier mal Antwort 1, Antwort 2, Single Choice, speichern. Und jetzt hat hier das Ganze hat eine Umfrage. Ich könnte jetzt hier weitere Umfragen hinzufügen zum Meeting. Und jetzt könnte ich dieses Meeting starten. Das mache ich jetzt auch gleich. Und öffne es in Zoom. Jetzt geht wieder die App auf. Und gucken, tatsächlich, es verbindet und mein Meeting kommt. So, es dauert noch etwas und in diesem Meeting drin, wenn das dann gestartet ist, dann kann ich dort dann tatsächlich auch die Umfrage aufrufen. So, wenn wir nun das Meeting starten wollen und die Umfrage dort auch ausspielen wollen, dann muss ich nochmal in die Einstellungen gehen. Ich bin jetzt hier nochmal Einstellungen Meeting und muss hier auch angeben, dass ich bei den Meeting-Kontrollleisten, dass die immer an sind. Also ich habe jetzt hier Meeting-Kontrollleiste angestellt. Gehe jetzt in mein Zoom-Meeting, das jetzt hier offen ist. Also ich könnte das dann hier bei den Meetings, kann ich das jetzt hier beitreten, starten, wenn ich es hier geöffnet habe. So könnte dann das Meeting auch tatsächlich eröffnet werden. Also jetzt hier jetzt anmelden, dann geht's los. Jetzt habe ich hier Abfrage, das ist das, was mit Umfrage gemeint ist.
Und hier kommt jetzt die Umfrage, die ich gemacht habe. Und sobald ich hier auf Starten klicke, dann wird der auch allen angezeigt und ich sehe dann die Ergebnisse, wer hat wie oft worauf geklickt und die schauen das dann an und kann es dann so auch beenden. Und kann die Resultate auch freigeben, damit es alle sehen. Gut, das war ganz kurz die Einstellungen und Breakout Rooms und Umfragen in Zoom. Ich danke fürs Zuschauen. Bis bald.